Servus Kameraden, willkommen zurück zu WoT Live. Ich bin Keule und wir werfen heute mal einen Blick auf die Stufe 8 Panzer und zwar auf die Heavies. Es soll darum gehen, was ist vielleicht besser oder interessanter für euch? Schwerer bzw. hoher Alpha-Schaden und ein etwas längerer Reload oder weniger Alpha-Schaden und ein schneller Reload. In der Regel haben Panzer mit einem etwas schwächeren Alpha-Schaden eine etwas bessere DPM, sollte man zumindest meinen. Hier und da ist es auch der Fall. Ab und zu gibt es eine Ausbrecher nach oben. Also Fahrzeuge mit etwas höherer, mit höherem Alpha-Schaden haben auch mal eine, hier und da mal eine bis etwas bessere DPM, aber im Großen und Ganzen können sie mit den schnell nachladenden Fahrzeugen nicht hinterher. Und mich würde halt interessieren, was euch da so als erstes durch den Kopf geht, ob ihr euch als erstes eher für einen 50 TP Prot entscheidet, der mit 440 Alpha-Schaden daherkommt, Defender, der ebenfalls mit 440 Alpha-Schaden daherkommt, Objekt 703, so mit 390 Alpha-Schaden. Das ist so für mich, wo der hohe Alpha-Schaden anfängt bei 390. IS-3 zum Beispiel gehört ebenfalls dazu. Dann haben wir die Fahrzeuge, die so im mittleren Bereich unterwegs sind, wie zum Beispiel Besonde mit 360 Alpha-Schaden. Wir haben den AMX M4 Liberty mit 300 Alpha-Schaden. Das ist so die untere Grenze im mittleren Bereich. Chrysler GF mit 320 Alpha-Schaden. Einen Tiger 2 mit 360 Alpha-Schaden und auch einen Löwen mit 320 Alpha-Schaden. Eher im mittleren Bereich. Und dann haben wir die Fahrzeuge, die im unteren Bereich unterwegs sind. Patriot mit 240, der hat eigentlich eine Medium-Kanone drauf. Caravan Action X ebenfalls 230 mittlerer Schaden, aber trotzdem eine DPM von 2900. Wir haben beim Caravan, den habe ich jetzt natürlich auf absolutem Top-Niveau ausgestattet, mit einer richtig guten Crew, bin ich bei über 3200, bei fast 3300 Alpha-Schaden. Wenn ich hier nur mit Direktiven fahren würde, dann wäre das hier wahrscheinlich utopisch. Was ist so eher das, was ihr bevorzugt? Ich würde sagen, wir werden mal eine Runde im Carnovan drehen, im Carnovan Action X eventuell noch hinten dran und nachher mal im Defender. Wir werden die ein bisschen abwechselnd fahren. Also zuerst den Carnovan, dann Defender, dann den, ja, vielleicht ein Patriot, mal schauen. Und danach den 50 TP Prot. Oder wir nehmen das Objekt 703. Seid ihr lieber so im mittleren Bereich unterwegs oder legt ihr auf das überhaupt gar keinen Wert? Wollt ihr einfach als schweren Panzer jemanden haben, der eine gute Gun Depression hat oder einen guten Turm? Das wäre so das, was mich da mal interessieren würde, in welchem Bereich ihr unterwegs seid. Vielleicht kann ich da über diese Panzer noch ein extra Video machen, wenn es euch denn interessiert. Ich würde sagen, wir fahren eine Runde mit dem Carnovan, einer meiner absoluten Lieblingspanzer. Vor allen Dingen auf Stufe 8 ist er ja bei den schweren Panzern extrem, extrem stark. Bis gleich. So, wie versprochen, erste Runde fahren wir im Carnovan. Wir sind in einem reinen Achtergefecht gelandet, genau richtig für uns. Wir haben jede Menge Schwere und Mediums. Dabei leider auch jede Menge TDs. 1, 2, 3, 4, 5 Stück und 2 Aufklärer pro Seite. Keine Artillerie, das ist auf jeden Fall schon mal angenehm. Bei dem Fahrzeug ein eher geringer Alpha-Schaden. Wir sehen es da, 5,09 Sekunden Nachladezeit für 280 Alpha-Schaden ist okay. Die DPM ist brutal für einen Stufe 8 Panzer, vor allem für einen Heavy. Sind irgendwo bei 3300, glaube ich, um den Dreh müsste es sein. Wenn ich hier mit Direktiven fahren würde, würde es noch ein bisschen besser sein. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall echt hart. Ich habe verbessert Equipment drauf. Einfach mal einer meiner Lieblingspanzer. Von daher ist das, glaube ich, gerade noch so entschuldet, würde ich sagen. Wir haben einen starken Turm und wir haben ja auch eine recht vernünftige Crew drauf. Was gibt es zum Panzer zu sagen? Was ist ein großer Vorteil, wenn man mit wenig Alpha-Schaden und einem guten Reload unterwegs ist? Man kann die gegnerischen Panzer ketten, die Kette ziehen und von da aus dann agieren und dem Gegner quasi ja, alles zusammenschießen, was man so findet. Man hat, wenn der Gegner erstmal sein Repair-Kit gezogen hat, Möglichkeit, den quasi die ganze Zeit auf Kette zu halten und trotzdem runter zu schießen. Das macht auf jeden Fall enorm viel Spaß. Wenn genügend Gun Depression dabei ist, macht es auch nur richtig Sinn, den dann wirklich aus der Entfernung zu bearbeiten. Also man ist natürlich immer ein bisschen in Gefahr, dass man da irgendwie dann überrascht wird, also weggerusht wird.
wenn man sich auf ein Fahrzeug konzentriert. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kiste, wenn sie genügend Gun Depression und einen guten Reload hat, einfach mal meiner Meinung nach ein bisschen fähiger ist, ein Gefecht erfolgreich zu führen. Finde ich. So, da haben wir noch jemanden. V. Da ist auch jemand. Schön angewinkelt, brauchen wir gar nicht probieren. Ebenfalls so ein Kandidat für. TS. Daneben. Nein, dort sind nicht dadurch. Fährt genau im richtigen Moment weg. Was für ein Zufall. Aber ich habe ebenfalls die Möglichkeit, dich ordentlich zu bearbeiten. Denn mein Reload ist besser. Obwohl du weniger Alpha-Schaden hast. Nee, der will nicht. Nicht so richtig zumindest. Also das One-Shot-Fenster wird natürlich kleiner, wenn man mit weniger Alpha-Schaden unterwegs ist. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Aber man muss dann halt ein zweites Mal probieren. Manchmal ist halt dieses eine dann ausschlaggebend. Dieser eine Schuss, der da fehlt. Da nochmal probiert. Das ist halt schlecht, was du da probierst, Digga. So, es kommt eine Genauigkeit. Boah, der Turm an der Seite ist ein Problem. Ah, bitte nicht. Direkt vor meine Nase. Vielen Dank auch. Nur, den kann man auch nicht anwinkeln. Kann seinen Turm ins Spiel bringen. Ist auf jeden Fall stark genug. Auf die Entfernung treffe ich den sicher nicht. Also zumindest nicht da, wo ich will. Kommandantenluke gut versenkt. Brauchen wir nicht probieren. Brauchen wir nicht probieren. Typische TD hält sich zurück. Taktik, die wir da haben. Eingezielt. Hat auch nicht mehr so viel HP. Der ist noch Full Life, lebt halt gerade davon, dass es hier keine Artillerie gibt. Keine Chance. Da gibt er noch mal einen oben drauf, 304 Schaden. 3-7, also das Spiel läuft natürlich alles andere als für uns. Aber wir kommen dazu halt regelmäßig unsere Kanone spielen zu lassen. Da kommen wir nicht durch. Keine Chance. Ein verschwendeter Schuss. Lass uns also hier wunderbar eisen. Also der Gegner kann da oben machen, was er will. Nochmal eine von mir eingeschenkt, hoffentlich. Ne, der will nicht. Der will nicht so richtig. Habe ich das Gefühl. Ja, haben wir es hier wunderbar in der Zange. Auf der einen Seite geht nichts weiter. Bei uns stellt man sich dementsprechend recht gut an. Gisor prallt bei uns ab. Ja, wir müssen uns ja leider ein bisschen bewegen. Inzwischen auf APCR umgestiegen, damit er überhaupt noch ein bisschen Schaden macht. Wird gleich nochmal durch meinen Turm kommen, durch meine Wanne kommen. Gehe ich mal von aus. Nee, kann ich mit meiner Kette ein bisschen wegblocken, was er da hat anrichten wollen.
Nochmal kriege ich das nicht hin, glaube ich. Traut sich allerdings auch nicht so richtig nach vorne, ne? Merkt man. Der Junge mag nicht. Lass mal den allein, es hilft nichts. Ich muss ihn ja leider ein bisschen mit verteidigen. Und der Turnwagen ist allein aufgeschmissen. Allein gegen zwei Fahrzeuge allein schon. Das ist ein bisschen ist auf jeden Fall extrem schwierig für ihn. Boras kriegt man vielleicht mit einem. Da muss es schon ein richtiger High Roll sein, damit wir den mit einem Schuss rauskriegen. Wenn wir ihn überhaupt nochmal treffen. Ich glaube nicht, dass sich hier nochmal einer raustraut. Die werden da hinten jetzt ordentlich Druck machen. Nochmal ein LG90. Bisschen Schaden, ja. Das war's. Also bei 4:15, an wem hat es gelegen? Natürlich an der Keule. Ich habe da nur einen Kill gemacht. Mit einem der besten schweren Panzer, die es aktuell gibt auf Stufe 8. Meiner Meinung nach immer noch der beste. Dürft ihr gerne anders sehen. Ich weiß, viele von euch sehen diesen Doppelgeschütz-Panzer da im Objekt 703 ist das, glaube ich. Da noch weiter vorne. Ich nicht. Nö, ich nicht. Sind auf Platz 2 gelandet, von dem Basis-SP her und auch vom Schaden. 48.000 plus machen wir ebenfalls, weil wir halt so ein Event da abgeschlossen haben. Im Großen und Ganzen, ich bin von dem Panzer absolut begeistert. Ich finde den Oberklasse. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich würde sagen, wir wechseln mal auf einen Panzer mit ein bisschen mehr Alpha-Schaden. Und zwar ein Klassiker überhaupt, Defender. Mal schauen, was der so kann. Und da werden wir uns gleich noch einmal wiedersehen. Bis gleich. So, auch hier haben wir ein reines Achtergefecht. Wir haben eine Nachladezeit von 13,76 Sekunden. Bist du noch zu retten? Das ist extrem viel. Kann man das ein bisschen verbessern hier? 12,33. Ich glaube, wir machen sie eher so rum. Anderes mehr Struktur. Ja, wir machen das so rum. Und munitionsmäßig? Nö, gegen 8 reichen die hier aus. Also die Kanone lässt eigentlich nicht viel zu wünschen übrig, ist wirklich effektiv. 440 Alpha-Schaden, wie gesagt, das ist ordentlich. Es gibt nicht viele, die da ordentlich mithalten können. Eigentlich gibt es keinen, der da drüber kommt. 225 Durchschlag haben wir auf Standardmunition, 265 auf Premium. In dem Fall EPCR 1250 Meter pro Sekunde. Und ein bisschen HE-Munition haben wir auch dabei. 53 Durchschlag oder 68 Durchschlag. Bei 530 Alpha-Schaden. Punkto Mobilität nehmen die beiden sich nicht viel. Also der Brite ist ähnlich schnell oder lahm wie der Russe hier. Bloß der hat halt einen etwas besseren Turm, dafür halt keine Gun Depression. Jetzt mal die Frage, was man halt möchte. Und der größte Unterschied natürlich ist die DPM. Ist immer bei 1920, glaube ich. Wie dann aktuell ausgerüstet habe, glaube ich bei 2000, ein bisschen was über 2000 oben mit Druck gemacht. Okay. Geben wir mal eine zumindest in die Panzerung, damit er weiß, dass wir da sind. Jetzt müssen wir direkt wegrushen. Da oben wird ordentlich Druck gemacht. Wir müssen hier zuschauen, dass wir sofort nach draußen kommen. Hängen, hat geschossen. Wie gesagt, langer Reload. Bedeutet auch, dass er in dem Moment natürlich dann angreifbar ist. Nehmen wir mal einen mit. Der nächste bitte. Freunde, das müssen wir so schnell wie möglich machen, ansonsten drücken wir uns da oben auseinander. Das war's. Und weiter geht's. Dürften noch zwei TDs irgendwo herumgammeln. Ferdinand war schon mal offen, Rheinmetall-Positive Waffenträger war noch nicht offen. Hier geht es jetzt ohne Druck nicht gut aus, überhaupt nicht gut aus für uns. Unsere eigenen Kräfte haben es da hinten hervorragend zusammengezogen. Mal da einzielen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, wir haben da oben. Schwerer Panzer.
hinten hier ein bisschen angewinkelt fahren. Caliban. Lustig. Drücken wir mal rein. Einfach mal, weil es Spaß macht. Nö. Drücken wir hier noch einen rein. Das macht auf jeden Fall Spaß. Den kannst du dir holen. Ich werde den noch ein bisschen abernten. Ist jetzt ein bisschen Zufall gewesen, dass wir da jetzt hier so gut ausgeschaut haben. Aber das gehört ebenfalls dazu, dass wir da mal ein bisschen Glück haben. Hat sich den geholt. Ferdinandus. Ja, die Kräfte haben sich hier wieder hervorragend zurückgezogen. Wir werden hier mit nach vorn stoßen. Und versuchen, dass wir da ein bisschen... Boah, Glück gehabt. Jetzt halt der große Nachteil. Da geht nicht mehr viel weiter. Wir können hier oben die Fahrzeuge offen halten, das war's dann auch. Abgeprallt. Ab nach vorn. Gun Division hat er ja genug davon, das wissen wir, 7 Grad. Ist halt die Frage, ob er sie anbringen kann oder nicht. Aktuell eher nein. 3 zu 5, auch nicht unbedingt unsere Runde. Wir nehmen uns am Ende den hier noch zur Brust und damit auch raus. Ferdinand da hinten könnte ein Problem werden, wenn er da noch hochkommt. Ich glaube aber eher nicht. Wir werden uns um den Löwen und um den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger kümmern. Nah genug sind wir dran. 4 zu 5 steht's. Da ist nochmal ein Indienpanzer, der uns eine einschenkt. Oder auch nicht. Ist ja lustig. Ja. So, Panzer noch nicht offen gewesen. Ja, alles schon da. Schaden aktuell, 1650 Schaden geblockt. Oh, Turmseite ist natürlich immer interessant, über 423 Schaden. Das ist natürlich interessant für uns. Caliban wird mich jetzt wahrscheinlich hier dem Erdboden gleich machen. Nein! Falsche Seite! 173 Schaden. Übel, mein Freund. Aber das ist das Leben. So gehört sich das. Heimatur-Basis Waffenträger. Ja. Da habe ich ihn dann hinter mir gehabt. Nicht aufgepasst. Keul auch schon ein bisschen müde. So muss das eben sein. 5 zu 8 steht's. Das Ding werden wir wahrscheinlich abgeben. Ziemlich sicher sogar. Braucht der Emil 1 ja nichts dran ändern. Auch nicht die anderen. Auch nicht die ES3, die da hinten wartet, immer noch full life ist. 6 zu 10. Machen wir uns nichts vor. Das geht schief. Kill. Ja, schön ES3. Arti ist raus. Hier hat zumindest der HWK-30 gerade eben noch aufgeklärt. Hat sich dann den Indienpanzer geholt. Gut dabei, der Indienpanzer. Zwar ein Kill nur, aber spielt halt ordentlich aus der zweiten Reihe, so wie man das von dem Indienpanzer erwartet. Ist ja nichts für vorn. Hier will jemand unbedingt sein Leben wegwerfen. Was ich hier sehe. Da wird Platz, da wird Druck gemacht. Ne, den schiebst du jetzt gerade genau in den Tod. Heidewitzka, meine Güte, hey. Denkst du, dass du es alleine schaffst? Oder hättest du die Kanone noch gebraucht? Warum tut man sich das an? Ich weiß es nicht. Die ES3 ebenfalls ein Panzer mit einem eher längeren Reload. So ist nur die 10 Sekunden und alles was drüber ist natürlich für mich ein längeres Reload. Sagen wir mal ein kurzer Reload, die ist bei 8 Sekunden los. Nach unten natürlich. Jo. Also wir werden gleich überrollt hier, gnadenlos. Kann natürlich noch den einen oder anderen Schuss da anbringen, das ist vollkommen klar. Ist ja gut im Futter. Gibt es
natürlich die ein oder andere eingeschenkt. Und der Progetto bezahlt dafür ebenfalls mit seinem Leben. Jetzt kommt gleich Besuch von hinten und dann ist das Ganze hier auch erledigt. M3Y, also er nimmt auf jeden Fall gezielt Fahrzeuge raus, so wie es gehört. Gegen den Indienpanzer wird es ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, dass der Premium schießt. Und der Skoda wird es jetzt da hinten auch richten. Game over, jawohl. Bleibt noch ein Emil übrig. War es dann auch. Also, einmal niedriger, einmal hoher Alpha-Schaden. Meine beiden Primusse sozusagen. Sind es gewesen, 2300 Schaden gemacht, 1650 Schaden haben wir geblockt. War jetzt nicht, natürlich nicht die Mega-Runde. Braucht nie von mir verlangen, dass ich ja nach der Arbeit noch jetzt die Mega-Bomben-Master-Runden raushaue. Mit ein bisschen Glück war das ein Dreier. Ich glaube es aber eher nicht, dass es dafür irgendwas gibt. Genau, trotzdem gibt es natürlich Kneter, 62.000 plus, ist okay. Und wir sind auf Platz 3 gelandet, was den Schaden angeht. Und von der Erfahrung her ebenfalls auf Platz 3. Okay. Kann man auf jeden Fall so lassen. Ja, was überzeugt mehr? Weniger Alpha-Schaden, mehr Alpha-Schaden? Gute Frage. Wir fahren nochmal ein mit etwas weniger Alpha-Schaden. Den Carnivon Action X, der hat noch weniger. 230 Alpha-Schaden müssen hier ausreichen. Er hat eine Medium-Kanone drauf, die 83,6mm Kanone oder 7mm Kanone, glaube ich, ist das. Den werden wir jetzt in Action sehen. Mal gucken, was die also drauf hat. Bis gleich. So, wie versprochen, eine Runde im Carnivon Action X. Die Definition von wenig Alpha-Schaden auf schweren Panzern ist dieser kleine Bastard da. 4,66 Sekunden Nachladezeit für 230 Alpha-Schaden, 226 Durchschlag auf Standard, 258 auf Premium. Ja, reines Achtergefecht. Wir sind auf Fjorde gelandet und da geht's nach vorne. Schwere Panzer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Davon aus, dass wir normalerweise müssten wir alle davon sehen auf der typischen Heavy Line. Ich denke mal auch, dass der eine oder andere da Premium Munition geladen haben dürfte. Der E75 zum Beispiel, im ME1 bin ich mir nicht sicher, ES6 bin ich mir auch nicht sicher, T32 ziemlich sicher, Tiger 2 wahrscheinlich auch und M3Y kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mal gucken. Es gibt natürlich auch schwere Panzer, die nicht mit hier rüberfahren, der Liberty zum Beispiel. EW1 kommt nach M703, Doppelgeschützturm. Auch nicht so richtig Lust. So, sieht. Jo, werden wir mal gucken. Dabei ist. Keiner einen Arsch geschossen da. Das ist super. Keine Arti bedeutet natürlich wieder jede Menge Spaß für uns. Vielleicht. Es tut natürlich mehr weh, 394 Schaden. Zumal er jetzt deutlich bessere, deutlich mehr Zeit hat zum Nachladen. Wenn ich mich ja hier zurückziehen muss. Ziehen wir uns hier nochmal ein bisschen nach hinten. Draus sind wir. Zumindest erstmal aus der Situation. Jetzt werden wir diesen Stein positionieren. Ich glaube, jeder schon mal irgendwie gesehen hat. Jeder irgendwie kennen dürfte. Ein bisschen auf die Kette schießen. Ein bisschen. Hier 6 ohne Premium-Munition. Keine Ahnung, warum er das macht. Ist ja nicht unbedingt bekannt für seinen Wahnsinnsdurchschlag. Mal mit da oben. Wie gesagt, wenig Alpha. Hat seine Vor- und Nachteile. Da noch mal eine mit. So. So, im Nahkampf kann man natürlich nicht besonders viel machen jetzt gegen den Freund da unten. Aber wir haben zumindest mal unseren Schaden gemacht. Halten die ganze Zeit 3 oder 4 Panzer auf, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir nicht durch. Das hat deutlich verbessert. Von mir noch mal eine mit.
Denk mal, beim nächsten Schuss dürfte ich dann raus sein. Eventuell auf Kette stellen, wenn es geht. Probieren, natürlich. Da brauchen wir ab. Alter, große Nachteil. Alpha-Schaden abprallen. Mit so viel Alpha-Schaden abprallen ist jetzt kein Problem. Ich komme da nicht mehr ran an den. Finde ich ein bisschen doof. Zu 7, also wir sind hier quasi allein, wenn man so will. Ja. Keine Chance, IS-6 steckt dumm auf EPCR, da sind wir natürlich alt aus. 5-8 sind wir hier. Nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, öfter einen Schuss abzufeuern, macht es natürlich viel mehr Sinn, den, sagen wir mal, stillzulegen, den gegnerischen Panzer. Man muss natürlich dann auch einen Gegner haben, der sich stilllegen lässt und ein Team, das ein bisschen mithilft. In dem Fall war das nicht unbedingt gegeben. Wir hatten schwere Panzer, die nicht unbedingt dahin gefahren sind, wo schwere Panzer nun mal sind, sondern die quasi abnorm gefahren sind. Deswegen werden wir das Ding hier ebenfalls verlieren. Nächste Runde Niederlage. So ist es leider. Meiner Meinung nach sind wir mit weniger Alpha-Schaden und besserer DPM ein bisschen besser unterwegs. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden Panzer, mit denen ich unterwegs war, auch eine gute Gun Depression haben. Ich habe keinen mit guten Alpha-Schaden, der mit wenig Gun Depression, mit viel Gun Depression daherkommt. Wüsste ich zumindest keinen. Der einzige, der so halbwegs in die Richtung geht, das wäre der TS, also der E75 TS mit 360 Alpha-Schaden. Den besitze ich leider nicht. Der ist an mir vorübergegangen. So ist es leider. Retard Campers. Ja, was sollst du machen? Type 59 Gold. Ist zumindest da. Wird sich jetzt wegnaschen lassen. Gehe ich mal von aus. Ja, ist gekettet. Gleich nochmal ketten, bitte. Damit er weiß, wie das Spiel funktioniert. Prallt ab an den Borask. Sehr interessant. Kann man mal machen. Einer der sinnlosesten Karten, die es gibt. TN-103. Sich da noch den gegnerischen Aufklärer. Trotzdem steht es 8-12 und das Ding ist, denke ich mal, jetzt trotzdem durch. Das können wir nicht abgeben. Zumindest die, die jetzt noch am Leben sind, haben erst einen Kill alle zusammen. Okay, Type 59 raus. Bisschen zu offensiv. Der liebe Su-101 wartet jetzt, bis der Rest nachkommt. Und wird da nichts riskieren, denke ich mal. Ist halt die Frage, ob sie oben oder unten lang kommen. Nee. Woll, Emmerich ist raus. Super. Wird auch nicht repariert. Immer da fehlen die Möglichkeiten. Gib ihm eine mitkommen. Jawoll. Ja. Also, 8-15. Ich glaube, wir haben so ungefähr gesehen, was diese Alpha-Schaden-Schmalen-Fahrzeuge leisten können und was sie halt nicht so können. Wir werden noch eine Runde mit einem schweren Panzer mit hohem Alpha-Schaden fahren, und zwar den 50 TP Prot, heißt das, glaube ich. TP Prototyp, jawohl, den fahren wir. Vielleicht geben wir mal einen Sieg zusammen. Ich würde sagen, das sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Wie versprochen. Einmal polnisch. Gute Crew habe ich hier nicht drauf. Ich glaube, ich habe nicht mehr eine Lampe. 218 Durchschlag auf Standardmunition, das ist schon ordentlich. Auf Premium 245, das ist kein großer Sprung. Also ob man da jetzt so viel Premium-Munition mitnehmen sollte, ist die Frage. Und 68 Durchschlag auf Premium, auf HE bei 560 Alpha ist okay. Kann man machen. Auf geht's nach vorne. Wir sind auf
geöffnet. Karte dürfte, glaube ich, jeder kennen. Großartig gepanzert ist er nicht. Er hat extrem starke Schwachstellen. Und wir müssen uns tatsächlich darauf verlassen, dass einer von den vier TDs, die da irgendwo hier rumkreisen, hinten in der zweiten Reihe warten und uns unterstützen. Wir werden gleich den Hügel verlieren. Das sind, glaube ich, zu viele. Borasken, Progetto und ein EWR, denke ich mal, dürften da zu wenig machen können. Da fährt kein schwerer Panzer mit nach oben. Oh. Oh, ich wäre gern da hinten lang gefahren. Defender wartet hinten in der zweiten Reihe, natürlich. Wo sonst? Wer kennt ihn nicht? VK 4502A. Abgeprallt natürlich. Ne, tatsächlich haben wir da oben erstmal so die Oberhand. Dann baue ich das mal ab. Natürlich mit Premium-Munition, was sonst. In dem Panzer will er eben durch. Irgendjemand Lust? Auch hier wieder, ne? Boah. Irgendwo ging der hin. Zumindest kommt es ein Lichtmacher für die Arti. Da hat hier wissen, was zu tun. Das 130 ist in die zweite Reihe gefahren. Jetzt in Acht nehmen. Vor allem, was da von der Seite kommt. Das ist zwei ziemlich eindeutige Angelegenheit bisher. Wir mit anwinkeln, das Ganze irgendwie zu überstehen. Gerade der Garde da drüben hat 390 Alpha-Schaden, der tut dann wieder richtig weh. Es gibt auch Mediums mit hohem Alpha-Schaden, das sind alles eher die absolute Ausnahme. Oder trotzdem. Muss ich mich zurück, sonst geht nicht anders. Das geht nicht anders. Boah, noch keinen Schaden gemacht, aber 880 Schaden geblockt. Zwei Schüsse sind es. Ein Schuss drauf. Bam, jawohl. Nimm 3Y. Da zumindest ist die Mitte ein bisschen gerettet. Rauskommen, kriege ich vom Garde eine und vom Skorpion G. Bin mir ziemlich sicher. Skorpion G bleibt hängen. Geht dabei aber nicht auf. Ein Reload ist natürlich ein ganzes Stückchen besser. Dann gibt mir immer eine mit. 248 Schaden und das Skorpion G gibt mir eine mit. Wunderbar. Da mache ich schon den Fahrer zurückholen. 9:3, wieder so eine eindeutige Angelegenheit. Das OPMG breiten wir mal ab. So wie sich das gehört. Abgeprallt am Skorpion. Bitte den Skorpion G, Leute. Das war echt wichtig. Na, da kann man sich tatsächlich nicht mehr retten. Und wir kümmern uns jetzt hier. Jungfreund. Ach, komm mal nicht durch, hat eine so starke Wanne. Keine Chance. Keine Chance bei dem. Keine Chance, das ist unglaublich. Ja, Premium-Munition. Scheiß drauf. Mag ich einfach nicht, aber was soll ich machen?
Stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, oh, bitte nicht. Das war gemein. Also wieder so eine eindeutige Runde. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Also der taktische Ansatz ist komplett ein anderer. Hat man gerade gemerkt. Aber oh, schieß auf mich. Und auch der geht wieder ins Nirgendwo. Oh, ist gemein. Zwei Kills geklaut. Die verdammten Säcke. Aber da bin ich jetzt eingeholt. Und 15 zu 4, das ist auch wieder so eine Runde, die keinen Spaß macht. Wenigstens haben wir gewonnen. Taktischer Ansatz, komplett ein anderer. Man muss sich zum Nachladen teilweise zurückziehen. Man muss sich sowieso ab und zu zurückziehen, aber in dem Fall ist es halt enorm wichtig, dass man halt während des Reloads nicht so viel von seiner Seite oder von seiner unteren Wanne zeigt. Das ist bei einem Fahrzeug mit einem schnellen Reload und einem etwas weniger Alpha-Schaden oder etwas geringeren Alpha-Schaden deutlich besser. Mich würde interessieren, mit wem ihr besser klarkommt. Eher ein bisschen mehr Bums oder eher ein bisschen weniger Bums und dafür öfter Bums? Das würde mich wirklich interessieren, Leute. Das Video war nicht, also die Runden waren nicht die absolute Welt, aber mir fehlt einfach die Zeit, um jetzt wirklich intensiv zu fahren, 2-3 Stunden. Ich habe da leider so ein bisschen meine Familie, die mir am Nacken sitzt und natürlich ein bisschen Zeit mit mir verbringen will. Und die haben leider Vorrang. So ist es nun mal. Trotzdem, wenn ihr eine Meinung dazu habt, mich täte es interessieren, viel Alpha-Schaden, mittleren Alpha-Schaden, also sowas wie Bisonte zum Beispiel mit 360 oder wie den AMX, den würde ich noch bei mittlerem mit reinnehmen, bei 300 Alpha-Schaden. Tiger 2 hat um die 360, glaube ich. Tiger der Löwe hatte 320 Alpha-Schaden, sowas mit dem Dreh, Kreiser GF, KGF. Ebenfalls mit 320 Alpha-Schaden. Die sind so im mittleren Bereich. Was interessiert euch mehr? Viel, wenig oder im Mittel? Das täte mir echt interessieren. Wird mir mal ein kleines Special drüber machen wahrscheinlich. Und welches ist euer Lieblingsschwerer Panzer auf Stufe 8? Ebenfalls was mich interessieren würde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann wie immer draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer. Eure Keule, macht's gut. Und ciao.